Jaguar zeigt auf der IAA eine Katze mit zwei Herzen. Unter der Haube der Studie CX-16 werkelt ein 380 PS starker V6-Motor, zwangsbeatmet durch einen Kompressor. Wenn es aber mal ein bisschen mehr sein soll, können auf Knopfdruck 95 Zusatzpferde eingespannt werden, dank eines zusätzlichen Elektromotors. Die Extra-Power hält rund 10 Sekunden, dann muss der Akku durch Bremsenergie erst wieder neu geladen werden. Dieses Auto überzeugt durch Design, höchste Ansprüche an Technologie, Leichtbau, so Effizienz und Performance. In 4,4 Sekunden sprintet die Katze so auf Tempo 100, bei 300 Sachen ist Schluss. Dabei sollen im Schnitt nur sparsame 6,9 Liter auf 100 Kilometer durch die Brennräume fließen. Äußerlich zeichnet sich Ian Cullum für die Linienführung verantwortlich. There's a balance. A car can look very urgent and too aggressive. This has to have a sense of calm about it as well. So it's a very careful balance. Lange Haube, kurzes Heck, da werden Erinnerungen an den E-Type wach. Die eckigen Scheinwerfer und der trapezförmige Grill zeichnen jedoch eine neue Linie. Sehr interessantes Konzept, das eigentlich den Geist des E-Types wieder aufnimmt. Ab 2013 soll der neue Jaguar beim Händler stehen und zwischen 40.000 und 50.000 Euro kosten.